Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Verliebt in Berlin. Es ist eine Art Valentinstag-Special, aber ich werde es durchspielen, wenn ihr wollt. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Jetzt bin ich schon so lange bei Kerima Moda und es ist so unglaublich viel passiert. Wenn ich durch die Seiten meines Tagebuchs blättere, kommt es mir wie ein Traum vor. Ich habe eben nochmal die Seiten aufgeschlagen aus meiner Anfangszeit. Aus reiner Sentimentalität. Als Richard noch nicht die Firma übernommen hatte. Gott, war ich damals naiv. Und wie ich aussah. Oh Mann. Ich weiß noch genau, wie wir damals dieses Joint Venture geplant hatten. Gott, war das eine Strapaze. Ein echter Albtraum. Und die kleine Lisa aus Göberitz mittendrin. Zwischen allen Stühlen. Jedem im Weg. Keine Ahnung von nichts. Und David. Ach ja, David. Der war damals noch ganz anders. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht war ich einfach die Einzige, die damals schon gesehen hat, wer er wirklich ist. Habe ich das? Ich mache mir wahrscheinlich nur was vor. Eigentlich machen wir uns wohl alle etwas vor, damit wir unsere Erinnerung besser ertragen und weiter an unsere Träume glauben können. Aber manchmal gehen Träume auch in Erfüllung und aus den Illusionen werden doch noch Wahrheiten. Ich schätze, das sind die Momente, in denen man glücklich ist, wenn Träume doch noch wahr werden. Oh ja, hier geht's los. Die Einträge von damals. Ich hatte gerade eine Woche Urlaub gehabt, zum ersten Mal überhaupt. Okay, also scheinbar liest sie in ihrem Tagebuch von und schreibt in ihr Tagebuch, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hat. Naja, okay, fangen wir mal an. Also wir sind hier die gute Lisa und ich habe keine Ahnung, wie das Spiel genau funktioniert. Ich habe das direkt mal einfach installiert. Dachte, das ist doch was Schönes für Valentinstag. Reden wir Guten mal. Guten Morgen. Pause. Guten Morgen! Na, auch schon da? Siehst ja mal wieder blendend aus. Sag mal, wo kriegst du nur diese Wahnsinnsklamotten her? Findest du wirklich? Die sind aus Ellis Modeeck in Göberitz, runtergesetzt. Och, Ellis Modeeck, hm? Na, da muss ich mich wohl beeilen, damit ich auch noch ein Schnäppchen mache. Oh, kann ich mit schön. Zuerst mal ein Schreibfehler. Kann ich mir dir kurz etwas Berufliches klären? Ich hätte da ein Anliegen, privat. Was hab ich denn? Ich weiß ja gar nicht, was ich hab. Ich fang mal mit Kann ich mit dir kurz etwas Berufliches klären? Bitte. Es ist wegen des Joint Ventures. Wie ist es gelaufen, während ich im Urlaub war? Ich mach mal von oben runter. Es ist wegen des Joint Ventures. Ist soweit alles geklärt dafür? Ich weiß nur, dass die Sache stattfindet und mehr muss ich ja wohl nicht wissen, oder? Du bist doch das Genie, das hier alles organisiert. Ja, sicher. Deshalb hatte ich dir diese Liste gegeben mit Sachen, um die sich noch jemand kümmern müsste. Hat das alles geklappt? Liste? Welche Liste? Keine Ahnung. Weißt du, ich habe hier echt genug zu tun. Am besten kümmerst du dich selber um deine Sachen, okay? Und jetzt, wie ist das gelaufen, während ich im Urlaub war? Während ich im Urlaub war? Genau. Du meinst, ob wir dich vermisst haben? Na und wie? Ohne dich läuft hier ja überhaupt nichts, das weißt du doch. Das ist nett, dass du das sagst. So bin ich. Ist die so War doof. Sonst noch was? Da wäre noch etwas. Ja, sicher. Schon. Ich hätte da ein Anliegen. Ich hätte dein Anliegen. Privat. Privat. Privat? Jetzt wird's interessant. Ui. Also? Wie geht es Herrn Seidel? Wie Sehr geht's privat. Herrn Seidel? Ist der gut zurechtgekommen? Ich denk schon. Er hatte seinen Spaß, wie immer. Oh, aber oh. Wieso ist das privat, wenn ich fragen darf? Oh, naja, es ist nicht direkt privat. Eigentlich, also es ist schon privat, aber anders als du denkst. Ich wollte nur wissen, ob es ihm gut geht, aus privatem Interesse. Ich will dir ja nicht reinreden, aber ich glaube, du solltest dich für deine Arbeit interessieren. Damit bist du mehr als ausgelastet. Wie machst du es nur immer so gut auszusehen? Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht ein paar Tipps für mich hast. Weißt du, wenn ich dich so ansehe, ich würde sagen, du kannst nicht mehr viel an dir verbessern. Das meinst du im Ernst? Na klar. Okay, also bis später. Bis später. Okay, also wir sehen, worauf das hinausläuft, auch wenn wir oben links in diese Ecke schauen. Es gibt drei Balken. Attraktivität, Beliebtheit, Selbstbewusstsein. Bei ihr gibt's drei Spalten. Aufmerksamkeit, Kooperation, Sympathie. Da ist ja wohl... Ja, gut. Ich sag nix. Ihr könnt's euch denken. Nehmen wir mal das Faxpapier. Das wird dir nicht gefallen. Wem? Das wird dir nicht gefallen. Wem? Na, ich will da nicht hingehen. Das Spiel ist irgendwie... Gibt's ja auch diese... Ne, gibt's nicht.
Ausgang. Gehen wir mal zum Catering. Ich sollte erst mit David sprechen. Also zum Ausgang. Ah, okay. Und jetzt? Ah, wir können zwar in den Ausgang und uns das anschauen, aber wir können nicht weg. Okay. Da gehen wir zu Lisas Schreibtisch. Ich glaube, ich bin Lisa, wenn ich mich recht erinnere. Oh, schon der erste Ladebildschirm nach dem ersten Bild. Wuhu. Schauen wir mal. Ein Fax. Der Papierschacht ist leer. Ja, deshalb wollte ich da hinten Papier holen. Geht das jetzt noch? Lädt er jetzt? Kann ich jetzt Papier holen? Das wird dir nicht gefallen. Wem denn? Wer ist sie? Oh. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal zu... Ah, da ist Davids Büro. Gut. Wir gehen jetzt einfach mal in Davids Büro. Hallo, Herr David. Seidel. Guten Morgen, Herr Seidel. Frau Plenske, darf ich fragen, woher Sie um diese Uhrzeit kommen? Ich? Entschuldigen Sie, Herr Seidel, die S-Bahn hatte Verspätung. So, wie auch immer. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir haben eine Menge zu tun diese Woche. Ich hoffe, alles ist vorbereitet. Ich möchte mit Ihnen kurz den Wochenplan durchgehen. Ich möchte mit Ihnen kurz den Wochenplan durchgehen. Nun, dann schießen Sie los. Es wird eine turbulente Zeit werden, das wissen Sie ja. Natürlich. Sind die Punkte auf meiner Liste abgearbeitet? Sind die Punkte auf meiner Liste abgearbeitet worden? Tja, Frau Plenske, ich fürchte, Ihre Liste ist irgendwie verschollen. Sie werden die wesentlichen Punkte selbst nochmal kontrollieren müssen. Verschollen? Das heißt, es ist gar nichts erledigt? Ich hatte gehofft, dass Frau Hoffmann sich um die meisten Dinge kümmern würde. Frau Hoffmann hat mir mitgeteilt, dass die Liste wohl versehentlich ins Altpapier gewandert ist. Aber ich bin ganz sicher, dass Sie das schaffen werden, Frau Plenske. Mobbing am Sie haben sich in den Verhandlungen mit Rack Deluxe so bravourös bewährt. Ein paar kleine Vorbereitungen werden kein Problem für Sie sein. Was gibt es noch zu tun? Ja. Was ist besonders dringend? Im Moment nur einige Dinge für morgen früh. Bitte buchen Sie ein Hotelzimmer für Frau Kirschbach. 5 Sterne, zentral. Dann sorgen Sie bitte dafür, dass das Team morgen früh hier ist. Und zwar vollzählig. Ja, Herr Seidel. Gut. Sonst noch was? Wird es einen Begrüßungsumtrunk geben? Guter Gedanke, das machen wir natürlich. Ein kleiner Sektempfang wäre sicher angemessen. Kümmern Sie sich bitte drum. Bleibt es bei dem Termin, den Rack Deluxe uns genannt hat? Allerdings. In 3 Wochen brauchen wir eine vorzeigbare Kollektion. Ich habe die Presse bereits informiert. Wir machen eine Show am letzten Wochenende des Monats. Nehmen Sie sich dann also nichts vor. Sie werden hier gebraucht. Natürlich, Herr Seidel. Die Sache ist wirklich wichtig für uns, das wissen Sie. Tun Sie also, was Sie können, damit wir erfolgreich sind. Da wäre noch etwas. Ja? Ja. Können wir kurz besprechen, was letzte Woche bereits vorbereitet wurde? Letzte Woche. Da sprechen Sie ein Problem an, ja. Nichts. Weiß Herr Haas schon von dem Joint Venture? Ich fürchte, nein. Sie werden da noch etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Er ist nicht unbedingt unser größter Teamplayer. Ich hatte gedacht, Sie wollten mit ihm sprechen. Ich hatte wirklich eine Menge Termine letzte Woche. Ich wollte ihm das ungern zwischen Tür und Angel mitteilen. Machen Sie das ruhig. Ich bin überzeugt, dass Sie die richtigen Worte finden werden. Mich würde ja mal interessieren, was denn ein Joint Venture genau ist. Falls das jemand weiß, schreibt es in die Kommentare. Wird Herr von Bramberg unser Projekt unterstützen? Nun, das wird er müssen. Immerhin ist es ein Projekt von Karima. Er steht genauso in der Verantwortung wie ich. Aber ich sage Ihnen ganz offen, dass er nicht begeistert war. Also erwarten Sie nicht zu viel von ihm. Aber er wird den nötigen Maßnahmen zustimmen, was Material und Budget betrifft. Selbstverständlich ist das alles geklärt. Wenden Sie sich jederzeit an ihn, wenn es Dinge zu tun gibt, denen er zustimmen muss. Er weiß Bescheid und wird Sie unterstützen. Was hat die Vorstandssitzung ergeben? Nun, ich habe alle notwendigen Vollmachten erhalten. Alle Unterschriften sind geleistet. Das verdanke ich nicht zuletzt Ihrer hervorragenden Vorarbeit, Frau Plenske. Und dafür möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken. Danke, Herr Seidel. Das habe ich gerne getan. Schön. Dann stürzen Sie sich jetzt in Ihre Arbeit. Erholt sind Sie ja. Machen wir das Projekt gemeinsam zu einem Erfolg. Ich hätte noch eine Frage. Es gibt da ein kleines Problem. Worum geht's? Ich vermisse meinen Terminplaner. Oh, das ist schlecht. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nicht helfen. Aber Sie sind sicher in der Lage, Ihr Pensum für heute im Kopf zu behalten, nicht wahr? Ich denke schon. Es ist nur... Na bitte. Bis morgen haben Sie den Planer sicher wiedergefunden. Ich komme nicht gut voran im Moment. So?
Woran liegt das? Oh, das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel... Frau Plenske, ich brauche keine Details. Ich verlasse mich voll auf Ihre Fähigkeiten. In Ordnung? Sie kommen schon zurecht. Ich müsste Herrn von Bramberg sprechen. Worum geht's denn? Er muss den Kosten für die Vorbereitung zustimmen. Herr von Bramberg ist heute sehr beschäftigt. Stören Sie ihn besser nicht. Ich erteile Ihnen die Vollmachten für heute. Ab morgen wird sich dann Herr von Bramberg um Einzelheiten kümmern. Halten Sie ihn per Fax auf dem Laufenden. Ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit. Alles klar. Viel Erfolg. Okay, hier kann man nur... hier habe ich jetzt einen Zettel. So wird das nichts. Hotelzimmer für Annabelle Kirschbach buchen. Das Team briefen. Sektempfang organisieren. Okay. Also hier ist hier irgendwas, dass man... Das ist wie ein Point-and-Click-Adventure auch. Also voll spannend und so. Ich soll doch faxen, dafür brauche ich eine Kaffeekasse. Aufsperren. Ich will das Geld. Den nehmen wir mal mit. Kann man denn hier nur anschauen? Es ist... Das können wir doch mitnehmen, oder? Endlich. Das war's schon. Dann gehen wir jetzt mal dieses doofe Faxpapier holen. Das könnte nützlich sein. Das wird dir nicht gefallen. Wer ist denn ihr? Ja, schön. Was man hier alles anschauen kann. Okay. Was muss ich denn jetzt machen? Ich kann das Telefon nicht benutzen. Ich kann nicht faxen. Hallo. Agnes, hallo. Lisa. Na, wie war's im Urlaub? Hast du dich gut erholt? Oh ja, aber ich hab euch auch ganz schön vermisst. Verrückt, oder? Tja, so geht's mir auch immer. Die ganze Bande kann einem schon gehörig auf die Nerven gehen. Aber kaum bin ich 2 Tage im Urlaub, fehlen sie mir. Schön, dass du wieder da bist. Das ist scheinbar die einzig Nette hier im Büro. Wie war's denn so in der letzten Woche? Erzähl doch mal, was ist der neueste Klatsch? Der neueste Klatsch? Langweilig. Was interessiert dich denn speziell? Wie lief es denn so mit David und Richard? Ach, du kennst die beiden ja. Die ändern sich wohl nie. Es gab ziemliche Auseinandersetzungen über den Kurs von Kerima. Ich glaube, Richard ist ziemlich sauer wegen Davids Geschäftspolitik. Oh. Naja, du weißt ja. Letztlich würde Richard nie etwas tun, das gegen die Interessen von Kerima gerichtet ist. Der wird Davids Kurs sicher unterstützen. So loyal ist er, auch wenn es ihm persönlich nicht schmeckt. Ich glaube so langsam, ich hätte müssen die Serie oder Telenovela oder wie das heißt, verfolgen. Aber ich mach's jetzt trotzdem mal weiter. Wie geht's Hannah? Wo ist sie eigentlich? Sie hat frei. Die letzte Woche war ziemlich hart für sie. Timo macht viel Ärger im Moment, sie brauchte mal eine Auszeit. Die Arme. Die wird schon wieder. Lass sie einfach ein bisschen in Ruhe, wenn sie wieder da ist. Wie war deine letzte Woche? Alles gut über die Bühne gegangen? Puh, wir hatten viel zu tun. Die Modemesse läuft und das tägliche Catering für den Kerima-Stand bleibt natürlich an wem hängen? Schon klar. Ja. Du Ärmste. Und du musst alles alleine machen? Timo hilft mir ein bisschen. Aber es ist schon eine Menge. Also wenn du mal Zeit hast zwischendurch, du bist herzlich eingeladen. Und wenn's geht, halst mir bitte diese Woche nicht noch mehr Arbeit auf. Darf ich dich noch etwas anderes fragen? Na sicher, Lisalein.